So, hallo und herzlich willkommen zum dritten Versuch der Minecraft Facts. Also ich habe es jetzt schon zweimal vorhin probiert, das hat irgendwie nicht hingehauen. Jetzt hoffentlich haut's hin. Und zwar, erster Effekt. Man braucht dazu eine Pilzkuh und eine Schere. Pilzkuh. Wenn ich da mit der Schere drauf gehe, dann wird es eine normale Kuh und man kriegt 5 Pilze. Rote. Geht hier auch, kriegt ihr immer 5 Pilze raus. So, das war Fakt Nummer 1. Hau ab. Fakt Nummer 2 hat auch was mit Tieren zu tun. Moment, ich hole mal eben kurz einen Zaun. Ah ne, die sind ja gar nicht. Die kennen sich ja gar nicht. Das wäre übrigens auch ein Fakt. Netherzaun und normaler Zaun verbinden sich nicht. Wieder was dazu gelernt. Und hier habe ich ein Schwert drin. So. Pilze, das brauchen wir alles nicht mehr. So, das Schwert brauchen wir noch. Und zwar haben wir ein Dorfbewohner-Ei, ein Creeper-Ei, eine Kuh, eine Spinne, ein Gast. Und ein Tintenfisch. Und zwar Dorfbewohner. Nee, und Tintenfisch. Moment, ich muss kurz überlegen, was der Effekt jetzt war. Ach ja, genau. Und zwar sind hier Dorfbewohner, die einzigen Mobs, wo man keine Level draus kriegt. Hier ein Tintenfisch, Level, die gehört. Mit dem Gast. Müssen wir hoffen, dass wir den jetzt kriegen. Okay, jetzt muss ich mal schnell einen Bogen holen. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich kann nicht besonders gut Bogen schießen. Okay, den Gast lassen wir erstmal fliegen. Das machen wir dann. Jetzt gleich nochmal. Droppt Erfahrung. Eine Kuh. Sowieso. Creeper auch. Ich mache wieder meine halbe Karte hier kaputt. Spinne. Natürlich auch. Nur der Dorfbewohner droppt keine Erfahrung. Keine Erfahrung. Das war Fakt Nummer 2. So. Letzter Fakt ist Dorfbewohner, Pilzkuh, Schaf, Schwein und Tintenfisch. Habe ich mir jetzt einfach mal rausgesucht. Und zwar, wenn man einen erwachsenen Dorfbewohner zum Beispiel spawnt oder nochmal mit dem Spawner heraufgeht, kommt ein Baby Dorfbewohner raus. Das ist auch bei einem Schaf so. Babyschaf. Bei einem Schwein auch. Bei den friedlichen Mobs generell so, bis auf beim Tintenfisch. Also zwei Effekte zum einen. Wenn man das macht, kommt normalerweise ein Kind raus, bis auf beim Tintenfisch. Der kann nämlich keine Kinder kriegen. Geht nicht. Gut. Das waren die heutigen Facts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Schreibt mir weitere Facts in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es die nächsten Minecraft Facts gibt oder im nächsten Video oder wann auch immer. Tschüss!